Hallo ihr Lieben da draußen, jetzt schaffe ich es doch noch auf den letzten Drücker, euch ein Video noch hochladen zu können, auch wenn es nur recht kurz ist. Wollte ich mich einmal noch mal kurz zu Wort melden. Mich gibt's noch, ich lebe noch und ja, videomäßig wird von mir auch wieder was kommen und ja, das ist ein bisschen her, ne? Im November war das? Ja, November. Jedenfalls ist das so, ich arbeite an einem großen Projekt, das war eigentlich auch schon fertig, sollte Mittwoch online gehen, da gab es aber Soft-Hardware-mäßige Probleme, wodurch ich um ein Viertel des Projekts nochmal zurückgeworfen wurde und jetzt habe ich Ende des Jahres dann nochmal gut sein lassen und habe gesagt, okay, soll jetzt irgendwie nicht sein und wenn, dann soll das ganze Ding auch richtig schön werden. Ein richtig schönes Projekt, also das kann ich an dieser Stelle sagen. Das, was ich vorhabe, ist, oder was ich quasi schon, ne, fast durchhabe, ist ein Projekt. Da kommen alle Folgen, die es bei mir auf dem Kanal gab, rein. Also alle, die zur Doku-Serie gehören. Das heißt, von Folge 1 bis 2000, bis 2000 genau, so wäre es gewesen, bis 212 habe ich jeweils zu einem Video mindestens einen Ausschnitt drin. Und ja, das, was da so zusammengekommen ist, ist ja, das hat mich selber zu Tränen gerührt, sowohl ja, freudigen Sinne und freudigen, ja, vielen Momenten, Erinnerungen, die da hochkamen, genauso das Traurige, aber ja, das Positive überwiegt dann letztendlich. Und das Ganze soll auch ein riesen Dankeschön an euch da draußen werden. Also ihr könnt euch auf ein richtig tolles Video freuen. Ja, ein großes Dankeschön an euch für all die Zeit, die wir so, ja, zusammen erleben durften über diesen Kanal, das, was uns halt so zur Verfügung steht. Aber ich möchte mich auch bedanken für all die Unterstützung, die ihr mir da entgegengebracht habt. Auch vor einem Jahr war das ja so, im November kam Hilferuf von mir, da haben mich ganz viele Menschen unterstützt und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass. Ja, dass es so viel Unterstützung gab und ja, ab und zu findet man eine E-Mail noch zu mir, ist eher ein bisschen seltener zurzeit, wir haben alle irgendwie genug um die Ohren. Ja, ich überlege gerade mal. Nee, da will ich jetzt nicht noch thematisch einsteigen. Also, das, was ich heute sagen wollte, habe ich gerade schon gesagt, außer der Hauptteil, und zwar, dass ich euch ja für den Übergang ins nächste Jahr wirklich alles Gute wünsche, eine schöne Zeit mit euren Liebenden. Vielleicht seid ihr auch allein, aber das ist auch nichts Schlimmes. Ich habe auch schon Silvester allein verbracht. Ich habe auch Silvester schon verschlafen, auch schon absichtlich verschlafen. Wie auch immer, also da sind ja verschiedenste Modelle möglich. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Zeit in dem, wie ihr das halt verlebt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Glück auf der Welt für die Zukunft. Ich wünsche euch Frieden für die Zukunft. Ich wünsche euch ein möglichst leidfreies Leben, vor allen Dingen ganz viel Gesundheit. Ja, das war's von meiner Seite. Ich lasse wieder von mir hören auf jeden Fall. Das Videoprojekt wird echt toll. Also das verspreche ich euch. Ich kann es auch kaum abwarten, online zu kriegen, ehrlich gesagt. Da war jetzt halt noch nicht dran. Ich weiß nicht, wann ich da wieder in diese Phase komme. Das ist immer, das geht nur über Kreativschübe. Guten Moment, sonst macht das keinen Sinn, sonst hat man da keinen Bock drauf und dann wird es auch nicht gut, sondern da soll das Herz natürlich voll dabei sein. Deswegen gebe ich der Sache noch ein bisschen Zeit und wenn es dann soweit ist, kommt es online. Ja, Riesenvorfreude. Danke für euch alle, danke für eure Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Ja, ich bin sehr dankbar für die Zeit. Okay, an dieser Stelle bin ich raus. Bis ins neue Jahr. Ich bin weg. Und tschüss.